Ja, wir grüßen euch alle ganz herzlichst heute wieder zum RRB Lotusblüte TV, denn wir haben wieder mal einen Gast hier zu uns eingeladen, Elke Böhringer, die ich ganz, ganz herzlich begrüße. Elke, schön, dass du den Weg hier zu uns nach Ulm gefunden hast, um auch mal dich, deine Arbeit, dein Werken vorzustellen. Ich denke, das ist wunderbar und da freue ich mich natürlich sehr. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass ich mich hier auch präsentieren darf, ja, und dass ich erzählen darf, was mir des Herzens anliegen ist. Prima. Elke, vielleicht magst du mal unseren Zuschauern, wir haben natürlich auch Zuhörer, denn wir sind ja RRB Lotusblüte Radio und TV, vielleicht magst du auch mal etwas mehr über deine Person hier erzählen. Vielleicht einfach mal, wer ist Elke Böhringer? Was hast du gemacht? Wie hast du gelebt? Oder wie lebst du jetzt? Einen kleinen Leitfaden. Ja, die Elke Böhringer, die hat erstmal den Klassiker gelebt. Ausbildung als Industriekauffrau. Dann habe ich mich spezialisiert auf Buchhaltung, was ich übrigens immer noch sehr gerne mache. Schön. Und dann der klassische Weg, geheiratet, Kinder bekommen. Ich habe zwei Kinder, ich habe zwei wunderbare Kinder, auf die bin ich sehr stolz. Und da freue ich mich immer wieder, dass ich sie habe. Und irgendwann war dann der Weg mit der Familie zu Ende und dann fing mein neuer Weg an. Ja. Mein spiritueller Weg, die Entwicklung, die mich hierher gebracht hat. Du sagst, ein spiritueller Weg. Ich weiß immer halt, dass du, ja, ich sag mal so, dieses dich ganzheitlich hast wecken lassen, beziehungsweise dein Interesse geweckt wurde. Ich weiß es immer halt, wir haben ja nun vor einigen Jahren schon mal gemeinsam eine Sendung gemacht, eine Radiosendung. Jedoch, was hat dich dazu inspiriert? Was war deine Intention, um überhaupt so dieses Ganzheitliche für dich auch zu nutzen, zu erfahren, zu lernen? Ja, wie hat es begonnen? Mit der Geburt meiner Tochter hat es begonnen. Da habe ich einen Umdenkungsprozess gehabt und habe überlegt, wie kann ich das kostbare Wesen, das mir da gegeben wurde, auch kostbar großziehen, ins Leben schicken. Und so fing das an. Da habe ich erstmal überlegt mit der Ernährung, die gesunde Ernährung. So habe ich begonnen. So war der Schalter, war meine Tochter. Und das ist jetzt wie lange her? Das ist jetzt genau 34 Jahre her. Herrlich. Das finde ich aber nicht mal vor 34 Jahren, dieses Umdenken. Ja. Schon in eine, wenn es auch über die Ernährung ist, ja nun ganz wichtig, auch geht, ganz genau. Und ich denke, das ist auch der Weg, wo du weiter deine Säulen aufgebaut hast. Ja, ja. Ich habe mich dann einfach darin ein bisschen gebildet und ein bisschen geschult. Ich habe Brotbackkurse zuerst gemacht, habe gelernt, wie man gesundes Brot backt. Ich habe gelernt, wie man sich gesund ernährt mit dem Kochen und so. Also ganz bodenständig erstmal. Und dann hatte ich den Wunsch schon damals, vor vielen Jahren, ich möchte es weitergeben, was ich lerne, was ich kann, weil es wichtig ist. Und dann habe ich angefangen, Brotbackkurse und Kochkurse nach Hildegard von Bingen bei der Volkshochschule zu geben. Wunderbar. Und es hat großen Spaß gemacht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich denke, das ist auch etwas, was man selbst an sich erfährt, wo man genau weiß, wenn ich das jetzt weiter lehre, dann weiß ich genau, diese Zutaten, die da drin sind, die sind einmalig, die sind toll und die kann ich jedem anderen auch empfehlen. Finde ich klasse. Sehr schön. Jedoch, du befasst dich ja nicht nur mit Ernährung. Nicht nur. Auch eine wichtige Säule. Ich finde es eines der wichtigsten Säulen mit überhaupt. Ja. Du hast natürlich auch noch ganz andere Dinge gemacht. Also über Heilmethoden, Ausbildungen. Ich will mal nur so einige benennen, ja? Du hast zum Beispiel Ayurveda-Massage, hast du, glaube ich, erlernt. Ja. Du warst in der Kryon-Schule. Ja. Die Schritte ins Erwachen zu gehen. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal gleich näher drauf eingehen. Die Aromatherapie mit ätherischen Ölen. Young Living Raindrop-Technik kenne ich nicht, musst du gleich unbedingt erklären. Ja. Ganzheitliche Gesundheitsberaterin aus der Rückenakademie.
Wohlfeil. Ja, da hast du auch eine Ausbildung gemacht. Ja. Und dein Schwerpunkt ist natürlich nach wie vor auch Säure-Basen-Haushalt. Ich denke auch mal, da gehört wieder die Ernährung mit zu. Vielleicht gehst du mal so Schritt für Schritt auf diese einzelnen Punkte ein. Ja? Ja, Schritt für Schritt. Es geht ja alles ineinander über. Man kann ja das eine nicht von dem anderen trennen, weil es einfach, der Mensch ist ganzheitlich. Und darum geht es mir. Deshalb habe ich auch alle Punkte des Lebens beleuchtet und geschaut, wie kann ich da helfen. Ja? Erstmal für mich selber natürlich und dann auch für die anderen, nachdem ich festgestellt habe, dass jeder Teil des Lebens wichtig ist, also der Körper, der Geist, die Seele, das Umfeld, wie schlafe ich, wie esse ich. Das ist das, was mich bewegt und natürlich auch die Methoden dazu, damit es einfach rund wird. Und da habe ich eben eine ganzheitliche Methode mir entwickelt, sodass also, ich für alle Punkte... Könnte man sagen, aus dem ganzen Erlernten ein großes Gesundheitspaket für dich geschnürt. Ja? Genau, das habe ich das gemacht. Das ist ideal, das ist das Idealste, was man tun kann. Ja. Ich möchte gerne nochmal die Schritte ins Erwachen, die Cryon-Schule. Was hat dich da bewogen, das für dich zu tun? Was dein Inneres, was dich geweckt hat? Oder was wolltest du erreichen? Es war der Ruf. Ich habe nicht so viele Ausbildungen in der Richtung gemacht. Ich habe mir es immer angeschaut, habe gut für mich nachgedacht, gefühlt, was passt für mich. Und dann bin ich irgendwann auf die Cryon-Schule aufmerksam geworden. Und dann habe ich festgestellt, das ist jetzt ein Teil meines Weges, ein Teil meines Lernweges. Und deshalb habe ich das auch, bin ich die Schritte gegangen. Und die Schritte haben mir sehr viel gegeben, eben der Weg zum Erwachen. Ja, ich denke, es ist auch so ein Seelenruf, ja, der einen da irgendwo führt, ein Stück dieses Weges zu gehen. Genau. Finde ich auch ganz wichtig. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ayurveda-Massage. Oh, ich kenne das. Es ist einfach göttlich, kann ich nicht nur sagen. Es ist traumhaft schön. Ja, das ist es. Und die Aromatherapie mit ätherischen Ölen, verbindest du das miteinander? Wenn man bei dir jetzt zum Beispiel eine Ayurveda-Massage machen würde? Eigentlich nicht, weil die Ayurveda-Massage, das sollte bei der klassischen Methode bleiben. So wie ich das gelernt habe und wie das auch in Indien praktiziert wird. Und das sollte man nicht vermischen, weil jede Methode hat ihre eigene Wirkung. Ja. Ich biete zwar Verschiedenes an, aber ich vermische nichts. Ja? Das ist wichtig, dass man beim Punkt bleibt. Und das Vermischen halte ich persönlich nicht für so sinnvoll. Ich mache Verschiedenes, aber immer das Einzelne. Immer das, was auch dazu gehört. Ja. Finde ich auch ganz wichtig, gerade bei der Ayurveda-Massage. Ja. Normalerweise ist das ein Punkt und der ist genau, absolut und das ist top. Genug. Ja. Und da passiert viel. Das ist göttlich. Also ja, ist da geschieht sehr viel. Ja, absolut. Ja. Liebe Elke, du machst auch noch viel anderes. Vielleicht magst du mal so ein bisschen darauf hinwirken. Ich gehe jetzt mal so auf dieses Thema ein, Gesundheitsberaterin. Rückenakademie, die Ausbildung, die du mitgemacht hast bei der Rückenakademie Wohlfall. Wie kann man sich das vorstellen? Was könnte man sich darunter vorstellen? Ja, bei der Akademie Rückgrat, beim Joachim Wohlfall, habe ich lernen dürfen, wie man den Körper versorgt. Ja? Bei Rückenproblemen, bei Bandscheibenproblemen, bei Wirbeln, die nicht richtig sitzen. Und er hat ja diese Dorn-Methode noch verfeinert, eben sanfter. Also er lehrt ja eine sanfte Dorn-Methode. Und da kann man mit ganz wenigen Griffen den Menschen wieder in seine Mitte zurückbringen. Also man kann das super schön Schmerzen ganz schnell beseitigen damit. Ja. Mit einer Art Massage oder wie kann man? Das ist die Dorn-Methode
Und die ist ja hinlänglich bekannt. Da werden die Wirbel wieder eingerenkt, ne? Eingerichtet. Aber nicht eben wie die Chiropraktik mit dem bisschen Gewalt, sondern die Dorn-Methode gibt dem Wirbel ja nur die Richtung und gibt dem Wirbel durch Bewegung die Zeit, selber wieder an seinen Punkt zu gelangen. Ja. Und das ist eben die Sanftheit da drin. Ah ja, also eine sanfte Massage, ja, will ich mal so, ja, sagen, mhm, dass der Wirbel wieder in der richtigen, mhm, Stelle funktioniert. Eine Massagepraktik, ja. Ja. Mhm. Ja. Und auch das führst du durch, kann man sich das, ja, so vorstellen? Ja, ja. Ja. Ja, ich möchte mal sagen, die Klienten, die jetzt zu dir kommen, unter welchen Aspekten kommen die oder mit welchen Aspekten kommen die zu dir? Weil sie vielleicht Probleme gesundheitlicher Natur, ja, haben? Ja, die kommen zum Teil, weil sie richtige Rückenbeschwerden haben, Akutschmerzen, ja, da kann man ganz schnell Linderung verschaffen. Und dann gibt es natürlich auch die, die so latent die Probleme haben und der Arzt findet nichts und es geht denen trotzdem schlecht, man kennt das ja, ne? Der Mensch hat Probleme und fühlt sich nicht gut, aber die Medizin, die Schulmedizin findet nichts. Und dann heißt der, ja, das ist die Psyche. Ja. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, meistens ist es die Psyche. Mhm. Ja, daher kommt doch alles, das wissen wir ja. Und da haben die Ärzte ja recht, wenn sie sagen, das ist die Psyche. Ich habe damals mal so einen tollen Ausspruch erlebt. Und zwar wurde auch ganz oft genannt, wenn man gar nicht mehr wusste, was da mit den Menschen los war, vegetative Dystonie. Ja. Kennst du das auch? Ja, natürlich. Ja. Dann kannst du aber gar nicht was drunter vorstellen. Das ist irgendwo, ja, wenn man nicht mehr weiter, ja, weiß, mhm, da ist das Wort Psyche, ja, mir schon, ja, geläufiger, mhm, oder beziehungsweise auch, ja, ja, ich sag mal, es prägt sich mehr ein. Ja. Ja. Da komme ich jetzt aber zum Zug mit dem Säure-Basen-Haushalt. Ah. Das hat natürlich einen ganz starken Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und ich, ist meine Meinung, meine persönliche, ich sage, alles hängt davon ab, wie ich mich fühle, was ich tue, wie es mir geht, was ich denke. Ja. Alles hängt von dem Säuregrad des Körpers ab. Vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen näher drauf ein, vielleicht auch für den Hörer, für den Zuschauer, der sich gar nicht damit auskennt. Säure-Basen-Haushalt, ja, was ist denn das? Habe ich schon mal irgendwo gelesen, ich weiß jedoch gar nicht, was es ist. Also eine Übersäuerung ist ganz einfach zu erkennen, indem dass der Mensch Schmerzen hat zum Beispiel, rheumatische Beschwerden, kann man, indem man den Säure-Basen-Haushalt in die Balance bringt, wunderbar lindern. Ich sage nicht heilen, das ist ja natürlich nicht mein Fach, aber man kann mit dem Entsäuern wunderbare Ergebnisse erreichen. Zum Beispiel Sodbrennen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ja, und ein schweres Gefühl, Bluthochdruck, kann alles mit dem Übersäuern zu tun haben. Und Stress nicht zu vergessen. Stress ist eigentlich die Hauptsache der Übersäuerung. Oh ja. Und da habe ich jetzt ganz neu mit in meinem Programm, ich habe mich beschäftigt ganz intensiv mit dem Sympathikus und mit dem Parasympathikus und habe mich da ein bisschen informiert und dann ist mir klar geworden, ja, daher kommt alles. Wenn ich im Sympathikus bin, bin ich im Fluchtmodus. Ja. Das heißt, mein Körper schaltet um auf Fluchtmodus. Und in unserem Urgehen, der Urcode, um zu überleben, setzt alles außer Kraft, außer diese Funktionen, die zur Flucht benötigt werden. Das heißt, der Körper schraubt die Nierenfunktion runter, weil wenn ich auf der Flucht bin, sollte ich möglichst nicht auf Toilette. Da habe ich ja keine Zeit. Und dann bin ich in diesem Modus. Und jetzt kommt aber dann die Entspannungsphase, wo ich wieder durchatme, mich hinsetze. Und dann bin ich im Parasympathikus. Und das ist wieder der Ausgleich. Dann bin ich in der Balance. Dann können unsere Organe wieder hochfahren. Ja?
das System wie beim Computer, wenn der Computer runtergefahren wird, dann geht nicht viel. Ne? Und genau. wenn er dann wieder eingeschaltet wird, dann fährt alles wieder hoch. Das System fährt wieder hoch und alles arbeitet wieder normal. Genau. Jetzt musst du dir das aber auf die heutige Zeit vorstellen. Der Stress löst Sympathikus aus. Und wir haben fast keine Möglichkeit mehr, in den Parasympathikus zu kommen. Wenn man sich das jetzt genau überlegt, dann sind viele, viele Menschen im Dauerstress und der Körper hat gar nicht die Möglichkeit, seine Funktion zu erfüllen. Genau. Du sagst natürlich sicher, um natürlich mal aus dieser Stressphase wieder herauszukommen, kann ein jeder etwas für sich tun. Genau. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Eben. Denn kein Mensch wird es jemals aushalten, ständig nur auf dem Trab zu sein oder im Hamsterrad und sich dem Stress auszusetzen, sondern etwas für sich nach innen zu gehen, wirklich mal in die Ruhe zu gehen und zu sagen, das brauche ich jetzt und die Zeit gönne ich mir. Ich denke, das ist etwas, so wenn ich das richtig verstanden habe, wo du auch mit bald behilflich bist und den Menschen es vielleicht lehrst. Ja, es gibt Methoden. Genau. Aber man muss erstmal darauf aufmerksam werden, ne? Dass man das erkennt. Und es ist führt, wenn du nie mehr in die Entspannung kommst, da gibt es heute so ein schönes Wort dafür, Burnout. Oh ja. Das führt dahin, der Puls geht nicht mehr runter, der Mensch kann nicht mehr schlafen. Und da gibt es natürlich Hilfe. Und eine meiner Hilfen ist jetzt das, was wir ganz neu haben, mit einer Kollegin zusammen. Wir können das sichtbar machen. Es gibt eine Messmethode, die den Energiekörper misst und zeigt, in welchem Stadium bin ich gerade. Das ist auch mein biologisches Alter, zeigt mir das an. Das ist ein Gerät, wo wie ein EKG angeschlossen wird und liest dann praktisch die Aura ab oder über den Herzschlag auch und zeigt mir dann, wo steht mein Sympathikus zum Beispiel. Und da kann man manchmal ganz schön erschrecken, weil auch wenn man denkt, man ist in der Entspannung, ist man es eben nicht. Das habe ich auch erstaunt festgestellt. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten, eine Ayurveda-Massage. Stell dir vor, wie da dein Parasympathikus nachher oben ist. Ne? Oh ja. Und das ist es. Oder Atemtechnik. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder Produkte. Egal. Hauptsache, man erkennt es und tut was. Genau. Aber es ist ein sehr schöner Hinweis, dass man es auch messen kann. Ja. Das ist ja auch eine Überzeugung für denjenigen, für den Klienten, der jetzt gerade bei dir ist. Ja. Und dann mal zusammen, schau mal selbst, hier, da und da stehst du. Ja. Und somit kann man auch, glaube ich, viel eher die Symptomatik dann auch erfassen, einmal du und einmal der Klient für sich, um dann wirklich da in die Ruhe wieder zu kommen, in den Ausgleich. Genau. Ja. Also mir, also dem Therapeuten, hilft es, schnell zu erkennen, wo ist das Problem. Und der Klient selber sieht erstmal schwarz auf weiß, was los ist. Und wenn man dann nach einer Massage wieder misst, dann ist es erstaunlich anders. Das kann ich mir gut vorstellen. Also die Ayurveda-Massage ist wirklich etwas, wenn man sich etwas ganz Tolles gönnen möchte. Ja. Ich habe es auch schon mal gemacht, also ich finde es einfach nicht an mir, sondern ich habe es machen lassen. Es ist einfach herrlich, eine Ayurveda-Massage zu erfahren. Und ich glaube, der Körper, der Geist und die Seele, die hängen wirklich, ich glaube, da finde ich gar keine Worte. Es ist einfach eins, göttlich. Es ist eins, göttlich. Eins, Es ist eins. Ja. Einfach toll, toll. Genau. Ja, liebe Elke, du hast natürlich auch, möchte ich jetzt schon mal zwischendurch mal sagen, eine Website. Und die gehen wir jetzt mal durch, damit auch die Hörer, die Zuschauer, die sich auch zwischendurch mal so ein bisschen kundig machen möchten, da mal schauen können.
Und die Website heißt, das www können wir uns ja eh sparen, ihr Lieben, das wisst ihr ja mittlerweile, rückenhilfe.com. Und die Rückenhilfe bitte mit UE schreiben. Also zusammengeschrieben, rückenhilfe.com. Dann seid ihr bei Elke Böhringer und schaut euch da ruhig mal um, weil ich finde, das ist ganz interessant. Ihr seht natürlich auch schon hier im TV schon die Website mit eingeblendet und da könnt ihr es euch noch einfacher machen. Mit einem Klick da drauf seid ihr dann schon auf der Website von Elke Böhringer oder auch über ihre Referentenseite, die es in RRB Lotusblüte gibt. Auch dort wird natürlich auf die Website verwiesen und ich denke, das ist auch ganz wichtig, denn alles zu behalten ist fast nicht möglich. Du machst ja so viel, es ist ja ein ganz rundes Paket, was du machst, Elke. Und das ist ja etwas, wo man echt sagen kann, ja, einfach Hut ab, ich muss das wirklich mal so sagen, denn wir kennen uns schon einige Jahre. Mhm. Du warst ja auch schon mal vor Jahren, ich glaube, es war 2009, warst du mal, da saßen, unser Studio war noch in Rheinberg, warst du mal mit zwei Kolleginnen bei uns und hast auch eine wunderbare Sendung gemacht, eine Radiosendung. Und da muss ich jetzt mal so ein bisschen hier auf diese Decken schauen, die mich gerade wieder daran erinnern. Auch hier natürlich im Hintergrund. Ihr seht diese wunderbaren Symbole und wunderbaren Decken. Du bist immer noch, also mit dieser, ich sag mal, mit diesen Decken, mit der Energie, mit dem verknüpft. Das kann ich mir doch gut vorstellen. Magst du mal etwas dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Das ist ja ein Code. Mhm. Diese Symbole sind ein Code. Ja. Und zwar ein Harmoniecode. Und diese Symbole hat eine Freundin von mir empfangen, mit der ich damals da war, die Ada. Mhm. Das ist eine sehr, sehr liebe, spirituelle Frau. Und sie hat diese Symbole empfangen von der geistigen Welt. Mhm. Und dann hieß es damals, bringt das aufs Papier, bringt das auf die, in eine Möglichkeit, das nach außen zu bringen. Damals war das aber der Zeit voraus. Mhm. Ja, 2009, wo wir hier waren, waren die Harmoniesymbole natürlich genauso der Code, aber die Menschen waren noch nicht offen dafür. Richtig. Die Zeit war zu früh, aber wir haben es vorbereitet. Mhm. Und jetzt ist die Zeit, um diese Harmonie in die Welt zu bringen, in die Herzen, auf den Tisch, in die Häuser. Wo immer man das haben möchte, und es ist ja auch so was Schönes. Man kann es ans Fenster hängen, dann bringt es so eine Leichtigkeit in den Raum, so was edel. Schwebendes. Es ist edel, ja. Und es ist außerdem die Älteren unter uns, die Zuhörer, die werden es wissen, das ist edle blauener Spitze. Okay. Und das ist ja ein Name, den unsere älteren Zuhörer noch wissen. Ja, das kommt wirklich, wir haben das produzieren lassen in blauen und es ist feinste Blau an der Spitze. Wunderschön. Und hat eine ganz hohe Schwingung und eine ganz hohe Energie. Auch das Symbol an sich, man sieht es ja schon, es ist, strahlt eine gewisse Leichtigkeit, ja. Eine Harmonie, ein Frieden aus. Also wenn man da mal öfters, also länger hinschaut und wir haben es ja nun hier bei uns im Rücken. Das ist einfach wunderschön und natürlich auch hier sieht man es auch nochmal, dass diese Tischdecke haben wir mal so halb mit etwas hier drüber gelegt. Es ist ein wunderschönes Material, also es ist sehr, sehr edel. Wir haben ja auch hier, ist ja die Harmonie mit eingestickt. Ja, weil das genau. Wort hat ja auch noch eine Verstärkung. Ja. Ja. Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist überall eingestickt. Ja, auf jedem, ja, auf jeder Decke ist es eingestickt. Das ist wunderbar. Ja. Also wer sein Heim vielleicht mal verschönern möchte, mehr Harmonie, ja, ich sag mal, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Frieden hineinbringen genau, möchte. Ja. Ja. Wendet euch an Elke Böhringer, beziehungsweise ist auch ein herrliches Geschenk, finde ich auch sehr schön, dass man wirklich da mal schaut, ja. Was kann ich da noch schenken, manchmal weiß man es ja gar nicht mehr, was kann man schenken, die Menschen haben alles, nur Frieden, Freude, Harmonie, das kann man immer gut verschenken, ja. Denke ich mal. Es ist nicht nur das, sondern es sind auch Tore, ja. Dimensionstore, also dieses
Symbol bringt mich auch in eine andere Dimension. Mhm. Ja? Wenn ich darüber mich verbinde, dann habe ich Zugang zu anderen Welten. Ja. Leichter Zugang. Ja? Man hat auch das ohne dieses Symbol, aber wenn ich mir dieses Symbol anschaue, dann kann ich leichter auch Botschaften empfangen. Also einfach der Kontakt fällt leichter. Wäre das auch so, dass man vielleicht, wenn ich mich mal zurückziehe in meine Stille, in meiner, ich sag mal, oder Meditation, einfach mal bei mir bin, auch dann mal das mit anwenden kann und vielleicht einfach nur mal in die Stille gehen und wirklich mal ein Symbol oder mehrere Symbole anschauen. Einfach mal anschauen, lassen. Ja, einfach mal ausprobieren und es hat eine Wirkung, es macht ruhig und ausgeglichen. Ja. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch für den Parasympathikus etwas bringt. Ja, dass der mir den wieder hochfährt, wenn ich mich mit diesem Symbol beschäftige. Wäre mal gut, auch das auszumessen. Ja, genau. Wir sind ja damit am Anfang, aber wir haben noch viel vor damit. Also das könnte ich mir gut vorstellen, da mal vielleicht eine Messung vorher und nachher zu machen. Mhm. Was bringt es da? Genau. Wäre eine tolle Sache. Ja, und ganz einfach. Ganz einfach. Ja, so kann ein jeder etwas für sich tun, denn ich sage ja immer, das ist so mein Spruch, mein Satz, habe ich von Goethe übernommen, kommt nicht von mir. Alles Wissen nützt nichts, wenn wir es nicht tun. Ja. Denn was bringt es uns? Wir informieren uns und informieren uns und informieren uns und tun nichts dergleichen. Dann bringt es uns überhaupt nichts. Ja. Erst indem ich ins Handeln, ins Tun gehe, dann spüre ich auch etwas an mir. Der beste Lehrer kann nichts bewegen, wenn ich mich nicht bewege. Genau. Ja, ich muss es tun. Ganz genau. Ja. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, Elke, du machst noch was anderes. Ihr merkt schon, eine sehr interessante Frau. Ja, sie hat also wirklich in all den Jahren, wir kennen uns ja nun auch schon einige Jahre, hat sie viel an sich getan und ihr habt ja selbst gehört, vor 34 Jahren begonnen, übers Essen und dann natürlich nicht still gesessen und gewartet, sondern immer weiter etwas getan. Du, ich nenne es mal so, um jetzt, ja, ich sag mal so aus meiner Sicht, Aufräumen in der Ahnenreihe. Man hört ja so viel über Transformationen, über innere Kind, Vater, Mutter und. Ahnenreihe. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges Thema. Du nennst dich selbst Reiseleiterin, sage ich mal so, weil du auch Reisen in deine Ahnen oder in die jeweiligen Ahnenreihe unternimmst. Ist das sich vorzustellen wie ein Familienstellen der Ahnen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es hat jetzt nichts mit Familienstellen zu tun, sondern es ist einfach so, dass wir die alten Naturvölker, also die Urvölker, die afrikanischen Völker, die wissen das noch. Die wissen, dass wenn ich mich mit den Ahnen gut stelle, dann kommt mir da die Hilfe. Ja? Und die sind klug, was wir so in der Moderne vergessen haben. Und was ich auch, es ist auch noch ein Herzensanliegen von mir, weil die Ahnen, die sind im Jenseits, ne? Die sind in der anderen Seite. Und dort kann ich sie bitten, dass sie wieder in die Ordnung gehen, dass da die Störungen beseitigt werden, das können wir auf der Reise tun. Aber zuvor möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, was mir auch am Herzen liegt. Die hier, die Altvorderen, die hier noch auf dieser Seite mit uns leben. Eine Gesellschaft sperrt ihre Alten und Weisen weg, sage ich mal jetzt ganz provokativ. Ja. Wenn ich in die Alten- und Pflegenheime schaue, die Weisen, die sperren wir weg. Und eine Gesellschaft, die ihre Alten und Weisen wegsperrt, die hat keine Zukunft. Weil ich kann ja nur von denen lernen, die es schon erlebt haben. Genau, und zuhören. Ich kann nur empfehlen, es macht so viel Freude,
den Alten zuzuhören, ihre Geschichte anzuhören. Und da geht das Herz auf. Und dann sieht man plötzlich, wie auch in diese Menschen, ich habe es erlebt mit meiner Mutter, wie wieder Leben reinkommt. Weil sie merken, da will jemand was über mich wissen. Mhm. Und das sind so kostbare Informationen, die wir für uns gleich umsetzen können. Und es ist so ein tolles Geben und Nehmen. Und das ist meine Botschaft hier auch. Kümmert euch wieder um eure Alten. Besucht eure Eltern. Das heißt nicht, dass ich die rund um die Uhr jetzt um mich haben muss. Aber seid interessiert an dem, was die Alten zu sagen haben. Mhm. Die haben Zeiten hinter sich, von denen möchte ich mir nicht wünschen, dass wir die auch erleben. Oh ja. Aber davon kann man lernen. Die wissen, wie es geht. Genau. Die wissen, wie es geht. Und wenn ich sie hereinnehme in mein Leben, da kommt so viel Liebe. Ich habe nirgendwo so viel Liebe erlebt, wie wenn ich im Altenheim war und in der großen Runde die alten Menschen befragt habe. Mhm. Was haben sie denn gemacht in ihrem Leben? Eine alte Dame hat mir gesagt, ach, ich war bloß Putzfrau in der Schule. Oh. Da ist ja, aber das ist ja ganz wichtig. Eine saubere Schule, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Ja? Und dann ist sie so groß geworden. Ich habe gesagt, wenn die Kinder im Schmutz sitzen, was bringt das? Dann habe ich gesagt, das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe, wo sie da gemacht haben. Und plötzlich war die Frau wieder lebendig. Ja? Und so kann man das beleben und es gibt einem selber auch ganz viel. Oh ja, das ist wirklich so. Ja. Absolut. Liebe Elke, du sprachst gerade darüber, dass ja gerade unsere älteren Menschen, unsere ältere Generation in unserer heutigen Gesellschaft sehr stark ausgegrenzt werden. Beziehungsweise man schiebt sie auch förmlich ab, kann man auch sagen. Ja. Mhm. Es sind ja auch unsere Ahnen. Genau. Und ich denke, die spielen natürlich auch eine ganz große Rolle, das ist vorhin so wunderschön erklärt, dass es für uns wichtig ist, dass wir uns mit unseren älteren Menschen auseinandersetzen, weil sie uns viel, viel Lebenserfahrung und natürlich Wissen vermitteln können. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich finde, es ist auch ein wichtiges Thema, liebe Zuschauer, weil darüber auch mal nachzudenken und nicht immer zu sagen, naja, der ist ja alt und was soll das noch und. Auch das Thema finde ich ganz wichtig. Mhm. Jetzt möchte ich aber von den hiesigen Ahnen mal in die, ja, ich sag mal, in die andere Welt der Ahnen hinüberkommen. Magst du da mal etwas zu sagen, gerade jetzt von der Reise, als deine, du als Reiseleiterin, wie kann man sich das vorstellen? Ja, man kann sich das so vorstellen, dass ich wirklich nur die Reiseleiterin bin. Wir haben ja vorhin gesagt, du hast ja auch so schön zitiert, nur was man tut, wird gut. Ja. Du hast es anders gesagt, alles aber das kann jetzt nützt alles nichts, wenn ich es nicht tue, genau. Ja, das ist schon wichtig, ja. Gutes, außer man tut es, fällt mir dazu ein. Auch gut, ja. Und in dem Fall begleite ich meinen Klienten auf die Reise in seine Vergangenheit. Mhm. Das ist jetzt nicht Familienstellen, sondern wir stellen uns da vor, die Ahnenreihe. Also zuerst geht man natürlich nach innen. Man sieht es mit dem inneren Auge. Ich durfte das jetzt noch ein bisschen verfeinern und es geht ja immer wieder weiter, auch was man lernt, dazu lernt und die Methode wird noch feiner, noch erfolgreicher und zielgerichteter, ja. Und es ist auf jeden Fall am Anfang so, es muss die Absicht gegeben werden. Und da habe ich jetzt von einem ganz großen Heiler, den ich sehr schätze, der hat mir noch ein Instrument gegeben, eigentlich das Allumfassende. Mhm. Bevor wir beginnen, ist einfach nur der Satz, Herr, dein Wille geschehe. Mhm. Vater, dein Wille geschehe. Und dann kann alles geschehen. Mhm. Und wenn mein Klient auch sagen kann, innerlich oder mit Worten, Herr oder Vater, dein Wille geschehe, dann geschieht's. Ja. Und dann geschieht's ganz leicht. Und dann habe ich so schöne Erfahrungen machen dürfen, dass zum Beispiel schlimme Blockaden, es gibt ja Vergangenheiten in Familiengeschichten,
wo dunkel sind. Ja? Es gibt ja schlimme Erlebnisse in Familien mit Mord, mit Vergewaltigung, mit Kindern, die unehelich sind. Und es war ja früher alles eine Schande, ja? Wenn sich jemand umgebracht hat. Das sind alles diese Geheimnisse, wo auf einer Familie lasten. Und die dürfen dann ans Tageslicht kommen. Die kann man sich anschauen auf dieser Reise. Aber jetzt habe ich einfach noch dazu das Geschenk bekommen, in dem Moment, wo ich sage, Vater, dein Wille geschehe, muss ich das gar nicht mehr so sehr wahrnehmen. Da werde ich durchs Licht geführt. Da wird mir das abgenommen. Ja? Da sehe ich nur noch am Ende der Reihe das Licht. Ich muss gar nicht mehr die einzelnen Situationen so durchleben. Es ist ja sowieso nur ein Film, den ich mir anschaue, wenn ich da diese Unterbrechungen sehe. Die Unterbrechungen ja, sind schon, dass sie mal gerade im Punkt. Aber vielleicht ist das auch jemand, der etwas gerade zu diesem Thema sagen möchte. Schauen wir mal, ja? Ja, gerne, natürlich. Radio Lotus Blüte, Sanara am Telefon. Kennst du mich, Sandra? Hallo. Hallo, du Sandra, du möchtest mit Sicherheit mit Elke Böhringer sprechen, ist das richtig? Ja, das stimmt, ja. Ja, dann übergebe ich doch direkt mal, ja? Dankeschön. Hallo Sandra, du hast genau den richtigen Punkt unterbrochen. Ja. Wir haben es gerade von den Unterbrechungen in der Ahnenreise. Und ich darf kurz erklären, wer du bist. Du bist eine gute Freundin, eine Kollegin und eine Schwester für mich. Und du hast mich oft erlebt. Und du möchtest jetzt gerne aus deiner Sicht auch ein bisschen erzählen über meine Arbeit, wie du es als Außenstehende und auch als Reiseteilnehmer erleben durftest. Ja, das möchte ich sehr gerne. Also erst einmal vielen Dank, dass ich hier anrufen darf und auch über meine Erfahrungen berichten darf, die ja sehr positiv waren immer mit Elke und die eine ganz tolle Arbeit macht. Wir haben eine Ahnenreise gemacht zusammen. Was mich sehr erstaunt hat, war, wie schnell und leicht Elke es schafft, einen dann in so eine Energie zu bringen, wo man wirklich nach innen schauen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zur Ruhe kommen kann und dann auch in diese Energie kommen kann, dass es im Fluss ist, dass man Bilder erkennen kann, Zusammenhänge erkennen kann und Dinge wieder in Ordnung bringen kann, an die man bewusst überhaupt gar nicht drankommt. Das Spannende war dann zu sehen im Alltag, wie sich das dann gezeigt hat, da ich ja noch viele ältere Verwandte habe, also meine Oma noch leben, die schon ziemlich alt sind, dass sich da auch das wiedergespiegelt hat im Umgang miteinander. Es war friedvoller, es war mehr in Harmonie und man hatte eine andere Sicht auf die Dinge und konnte damit besser umgehen. Das hat mich wirklich sehr berührt. Da möchte ich dir nochmal wirklich von Herzen danken für diese Arbeit. Ja, danke, das ist meine Herzensarbeit und das weißt du ja. Ja, und genau, das ist das, was ich dann beobachten durfte, wenn du mit anderen in der Arbeit warst. In welche Energie du da kommst und auch wie du das dann auch ausstrahlst. Da ist eine ganz andere Aura dann auch da. Und die Menschen, die dann hinterher berichten, wie es ihnen ergangen ist und was sie so erlebt haben und wie friedlich, dass sie auch immer aus der Sitzung rauskam und so ja, in sich ruhend. Und diese Entspanntheit, das zu sehen, war sehr ja, berührend, ja. Ganz klasse. Ja, ich denke, das ist etwas sehr Schönes. Liebe Sandra, ich danke auf jeden Fall für dieses Feedback. Ich finde es einfach toll. Ja, Elke macht eine hervorragende Arbeit. Und ich danke nochmals auch hier, ja, dass du einfach mal aus deiner Sicht auch Elkes Arbeit erläutert hast. Und vor allen Dingen, was du auch selbst erfahren hast. Ja? Ja, es war einfach auch schön, die ganzen Menschen, die dann so dieses Feedback von den Menschen zu bekommen, was sie erlebt haben und was sich für sie verändert hat, allein schon durch die Art, wie sie Dinge wahrnehmen, was ja dann auch wieder das ganze Handeln beeinflusst und weiterhin eben dann eine positive Energie gibt.
Und auch die andere Arbeit, die sie tut, ist immer wieder schön, ihr zuzuschauen, mit welcher Ruhe und so einem inneren Wissen sie einfach da an die Dinge herangeht und dann immer auf den Punkt kommt, mhm, der gerade gebraucht wird. Ob das jetzt die Dornenarbeit ist, also wo wir dann zusammen auch gelernt haben, oder im Gesundheitsbereich, egal wo. Immer wieder schön zu sehen, dass sie immer erkennen kann, was gerade gebraucht wird und wo der Mensch steht und ihn dort abholt und mit ihm dann eine Hilfestellung gibt, um weiterzugehen. Sehr schön. Ja, Elke, was sagst du dazu? Sandra, ich danke dir sehr. Das war ein schönes Statement. Ja, so ist es. Und ich danke dir dafür. Ja? Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Gerne. Ich wünsche noch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Dankeschön, danke, Sandra. Alles Liebe dir. Tschüss. Euch auch. Tschüss. So, da ist er weg. Jetzt ist er weg. So. Ja, ich denke, das war auch sehr gut. Gerade jetzt, wo wir mitten im Gespräch waren mit der Ahnenreihe, mit dem Aufbruch in die Ahnenreihe, in die Reise, als Reiseleiterin. Das hört sich gut an, Reiseleiterin, würde ich sagen. Ja, vielleicht erläuterst du noch mal so ein bisschen, du bist ja schon drauf eingegangen, dieses Aufräumen in der Ahnenreihe. Kann man sich das auch so vorstellen, wenn Schlimmes in den Ahnenreihen passiert ist, das weiß man ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht mal, was meine Ur gemacht haben. Ja. Ich habe ich nie erfahren. Trotzdem kann es noch energetisch natürlich in meiner jetzigen Ahnenreihe natürlich noch drin hängen. Sprich, in mir selbst, in meinen Kindern etc. und so, Enkelkinder und. Mhm. Wenn man dieses Aufräumen macht in dieser Ahnenreihe, dass man das wirklich dann auch auflösen kann. Einmal für sich, als auch für die komplette bestehende Ahnenreihe. Ja, genau. Ja. Für die komplette bestehende Ahnenreihe tun wir diese Liebesarbeit. Ja. Das ist eine Liebesarbeit, weil man kann ja auch dann hinterher nach dem Auflösen der Geschichten, der Störungen, kann man ja auch sehen, wie hinterher die Reihe ganz anders dasteht. Man kann die wahrnehmen wie so eine Warteschlange. Mhm. Und wenn man das sieht, wie die Gestalten dann sich erheben können und dankbar sind. Und dann kommt das zutage und zum Tragen, was eigentlich sein soll, diese Kraft von hinten. Die können sie aber nur geben, wenn sie selber keine Blockaden dazwischen haben oder Störungen oder Fremdeinflüsse. Und wenn das alles bereinigt ist, das geht ganz schnell, die Sandra hat es ja auch eben gesagt, und dann spürt man, ich nenne das volle Kraft voraus mit den Ahnen im Rücken. Ah ja. Und dann kann ich durchstarten, dann habe ich Kraft fürs Leben. Wichtig ist, dass bei den Frauen, bei den weiblichen Klienten, ist es immer die weibliche Ahnenreihe, die Ahnen der mütterlichen Seite. Ja. Ich bin an der ersten Stelle, in meiner Ahnenreihe bin ich immer an der ersten Stelle. Mhm. Da fängt schon an bei der Problematik meiner Klienten. Sie sehen sich nicht als Erste in ihrer Ahnenreihe, aber das ist ja wichtig. Bei mir fängt die Ahnenreihe an. Ah ja. Ich bin immer die Erste in meiner Reihe. Und vor mir kann ja meine Tochter stehen, aber dann ist es ihre Ahnenreihe. Aber vor mir kann in dem Moment in meiner Ahnenreihe niemand stehen, weil ich bin die Erste in der Reihe. Und alles, was hinten kommt, ist ganz wichtig, dass es eben aufgeräumt wird. Und ich kann jetzt einfach nur ein Beispiel nennen. Manchmal steht da irgendwo in irgendeiner Zeit, das kann auch ganz weit zurück sein, wir sind schon ganz weit zurückgegangen, wir waren auch schon in der Zeit von Jesus, das weiß ich nicht, wo das anfängt. Das entsteht dann durch die Reise und dann steht da plötzlich ein Mann drin und der gehört da überhaupt nicht rein. Ein Mann in der weiblichen Ahnenreihe bringt eine Disharmonie. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, den sollten wir bewegen, raus, kannst du mit ihm sprechen, nimmt er Kontakt mit dir auf,
Nee, der guckt weg. Ja, der will nicht raus. Es ist klar, der fühlt sich da drin wohl. Mm. Aber die anderen fühlen sich nicht wohl, weil es die weibliche Energie sein muss in dieser Reihe. Ja? Und meine Klienten sagen dann, ja, aber ich, ja, der kann doch da sein. Das ist ja jetzt mein Vater zum Beispiel. Mm. Ja, der darf da sein, aber einen Schritt draußen. Ach so. Er darf da sein, er darf in meinem Leben sein, also, aber einen Schritt an der Seite, damit er mir nicht den Energiefluss stört. Mhm. Und auf der anderen Seite bei Männern genau das Gleiche. Mhm. Ja? Und wenn ich das dann erkläre, sag, schau doch mal, bitte ihn doch rauszugehen, nur einen Schritt, und dann hast du deine Reihe in Ordnung, als Beispiel. Oder bei der Männerreihe, die Frauen, die sich da gern mal reinschmuggeln, und die dürfen dann auch schön auf die Seite gehen. Und dann spürt man, dass die Energieleitung stimmt. Und dann kann man die Kraft von hinten spüren. Also alles drumherum darf ja da sein. Mhm. Aber hier geht es wirklich nur gezielt um die Kraft, die ich im Rücken habe. Und dass die mir gut tut. Geht es dann wirklich nur um die weibliche Energie bei Frauen, ja. Also sagen wir mal bei mir, bei dir, ja. Dass nur die weibliche Linie hinter einem steht. Jedoch, wir bestehen doch aus Yin und Yang, auch aus weiblich und männlich. Das leuchtet mir jetzt nicht ganz so ein. Vielleicht magst du es nochmal erklären. Ja, ich sag ja, die dürfen ja sein, das Männliche darf ja sein, aber jetzt sprechen wir ganz speziell von der Ahnenreihe. Ah, ja. Das Männliche darf natürlich sein. Mein männlicher Anteil hat ja damit nichts zu tun. Wir sprechen von den Altvorderen, von den Ahnen. Und wenn da etwas drin steht, direkt, es kann ja sein, dass ein Zentimeter oder 10 Zentimeter weiter außen von der Reihe darf ja alles sein. Ja? Aber dieser Energieschub, der kann nur stattfinden, wenn die weiblichen Ahnen hinter mir stehen oder bei den Männern die männlichen. Hat jetzt nichts damit zu tun mit männlichen und weiblichen Anteilen. Ah ja. Ja, ja, das ist naja, zweierlei. Ist einfacher dann auch zu verstehen, auch für unsere Zuschauer natürlich. Ja. Was mache ich denn als Frau, wenn jetzt zum Beispiel in der Ahnenreihe des Vaters was wäre? Ich bin ja nur eine Frau. Damit habe ich da nichts zu tun, oder wie ist das? Ich kann auch die Ahnenreihe des Vaters anschauen. Aber das sieht ja dann natürlich anders aus. Mhm. Dann gucke ich als Mann da rein. Also mit den Augen eines Mannes schaue ich dann da rein. Ja. Und wenn ich dann sehe, da ist was nicht in Ordnung, man kann es auch schön für Kinder machen. Ja. Eltern können stellvertretend für ihre Kinder schauen. Ja? Und da ist oft ein Junge, zum Beispiel, dass die Mutter für den Jungen die Reise macht. Ja. Dann macht sie das stellvertretend. Ah ja. Ja? Und du kannst es natürlich stellvertretend auch für deinen Vater machen. Das kann man schon. Das ist dann nur schon als Stellvertreter. Ah, ja, ja. Nur wenn es um dich selber geht, dann kannst du es natürlich nicht. Dann geht es also nur in der weiblichen Linie. Ja, genau. Vorhin. Na ja, gut, so genau. Verstehen, dass man zwei ist. Finde ich sehr schön. Ja, liebe Elke, ich habe hier so einen schlauen Zettel, da muss ich ab und an mal drauf schauen, weil ich finde das immer ganz wichtig. Du hast das vorhin so wunderschön erklärt, wenn ein Mann natürlich jetzt in der weiblichen Linie steht und er ist Störfaktor und er möchte gar nicht weggehen. Nee, der will das und nicht. Und dreht sich einfach um und sagt, was wollen die von mir? Ich bleibe für mich hier wohl. Das ist also sehr, sehr schön. Ja. Genauso geht es natürlich auch umgekehrt an der männlichen Linie. Eine Frau, die sich da sehr wohl fühlt oder mehrere. Das ist immer sehr, sehr schön. Das ist praktisch eine Unterbrechung dann. Ne? Ja, genau. Wenn man sowas... Die sowas Unterbrechung, wäre. Ja, genau. Ja, finde ich also ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist eben die Ordnung, die wiederhergestellt wird, weil du ja vorhin gefragt hast, wie muss ich das verstehen, Ordnung machen in der Ahnenreihe. Ja. Einfach nur auf den Part bezogen, ja, die Ordnung wiederherstellen und den Energiefluss. Elke, du arbeitest ja mit Klienten. Wie kann man sich das vorstellen? Du bietest es auch bei dir im Halt an, dass man zu dir kommen kann. Ist das richtig? Man kann zu mir kommen, aber ich kann es auch wunderbar telefonisch machen. Wäre meine nächste Frage gewesen. Energie ist ja grenzenlos. Ja. Ich kann mich ja überall einklinken, wenn ich die Aufgabe dazu bekomme, ne? Ja. Den Auftrag dazu bekomme natürlich.
Und da ist es, Distanz ist da keine Frage. Mhm. Ich mache viel übers Telefon und da werden dann Reisekosten überwiesen. Ich hatte mal eine Klientin, die war so süß, die hat mir dann das Geld überwiesen, weil das ist ja eben auch ein Thema. Es ist ja klar, es kostet was. Und genau. Sie hat mir Reisekosten überwiesen. Sehr schön. Ja, als Reiseleiterin bekommst du dann die Reisekosten. Super. Ja. Finde ich also eine sehr wunderbare Idee. Ja, du sagst gerade, es kostet natürlich was. Logisch, du stellst ja auch deine Zeit zur Verfügung. Und ich denke, das darfst du dir auch wert sein. Natürlich. Ja, das finde ich ganz wichtig. Ja. Elke, verlassen wir jetzt mal unsere Ahnen und gehen wir mal auf ein ganz anderes Thema. Ich weiß, du hast auch einen Verein gegründet. Ja. Genau. Und vielleicht erzählst du mal jetzt Verein. Was ist das für ein Verein? Warum habe ich den Verein gegründet? Und was will ich? Was ist der Sinn und Zweck des Vereins? Was will ich damit erreichen? Ja. Also ich habe mit Gleichgesinnten, 7 müssen das sein in Deutschland, richtig, Gründungsmitglieder. Ich habe mit 7 Gleichgesinnten einen Verein gegründet und der Verein heißt ganz schön Rundum Gesund. So wie das auch mein Lebensthema ist. Das ist der Verein, der gemeinnützige Verein Rundum Gesund. Und da geht es darum, dass man Informationen weitergibt auf einer Plattform, die einfach da einen geschützten Rahmen hat. Mhm. In Deutschland ist ein Verein ein geschützter Rahmen und man darf da Informationen rausgeben, eben diese Vereinsarbeit. Mhm. Und in unserem Verein ist die Vereinsarbeit einfach die Botschaft nach außen bringen, gemeinnützig, gemeinschaftlich, sage ich mal, soll allen nützen, was auch gedacht ist von unserem Staat. Der Vereinsstatus heißt, es soll allen nützen. Mhm. Und das ist unser Ziel. Unser Hauptziel ist natürlich die Schulmedizin und die alternativen Heilmethoden, die Heilpraktikermethoden und die Geistheiler und meine Arbeit und die Gesundheitsberater, dass das alles miteinander arbeitet, nicht gegeneinander. Mhm. Und das ist unsere große Aufgabe und unser großer Herzenswunsch, dass da mehr geschehen kann. Und in der Richtung haben wir jetzt schon, ich hatte auch schon Veranstaltungen organisiert, es gab schon eine Messe im Frühjahr, da haben wir Aussteller gehabt, alles zum Thema Gesundheit und auch Vorträge. Und jetzt haben wir aber ein bisschen das Programm geändert und haben jetzt tolle Referenten. Und im nächsten Frühjahr, am 18. März, findet der erste Kongress statt in Pforzheim. Das ist meine Heimat und da habe ich auch eine gute Plattform gefunden. Das hat eine gute Anbindung und alle Möglichkeiten, die man braucht, um einen Kongress stattfinden zu lassen. Wunderbar. Du sagst ein Kongress, da gehe ich mal von aus, dass natürlich auch mehrere Experten oder Referenten da sein werden, die vielleicht auch Workshops halten oder Vorträge oder wie kann man sich das vorstellen? Also für den Kongress, für unseren Kongress, konnte ich die Diamanten finden. Die Referenten, das sind die Diamanten, weil sie sind schön aufeinander abgestimmt. Ja. Zu jedem Thema ein Beitrag, so wie ich das ganzheitlich immer haben möchte. Und da sind mir diese Referenten, diese Edelsteinchen, schon geschenkt worden. Mhm. Wenn ich sie mal kurz andeuten darf, wer gerne. Das ist. Das ist, zum einen ist der Rade Maric, das ist ein Geistheiler und Parapsychologe. Er ist einer der stärksten Heiler unserer Zeit. Mhm. Er hat große Fähigkeiten und der nächste ist der Viktor Heidinger. Der ist ein russischer Lehrer von der DIR-Schule. Der ist ein zertifizierter Lehrer und darf, soweit ich weiß, als einziger in Deutschland für diese Schule unterrichten. Mhm. Also auch ein Edelsteinchen. Ja. Und so ist ganz grob umschrieben, seine Assistentin, was auch meine Freundin ist, hat mir erklärt, er gibt die Bedienungsanleitung für den Energiekörper. Aha. Also ganz kurz angedeutet, er zeigt uns, wie wir mit unserem Energiekörper, mit unserem energetischen Körper umgehen können.
Interessant, hört sich gut an, ja. Hört sich gut an, ja. Ist auch interessant, er hat uns auch viel zu sagen. Und als dritter ist der Roberto Martinez. Der Roberto ist ebenfalls ein wunderbarer Heiler. Er hat eine andere Richtung. Er macht viel mit Hypnose und er ist ein begnadeter Panflötenspieler. Herrlich. Und er wird diese Veranstaltung auch mit der Panflöte umrahmen und die Herzensenergie da reinbringen. Wunderbar. Und wenn die Panflöte spielt, ja, dann sind die Herzen schon geschmolzen. Oh ja, das ist wirklich so. Und er hat eine ganz tolle Methode entwickelt, auch eine eigene Methode. Das ist seine SHT-Technik, das heißt Selbstheilungstechnik. Kann man bei ihm an einem... Ich nochmal SHT. SHT. Selbstheilungstechnik abkürzt. Und das kann man bei ihm an einem Tag lernen. Und das ist ein Instrument, was so wertvoll ist. Ja, und das wird er natürlich, er wird darüber auch uns berichten und er wird auch einen Vortrag halten, die alle werden Vorträge halten und eben auch der Rade wird eine Heilsitzung machen für den ganzen Saal. Er macht es oft, er macht viele Heilsitzungen, wo man dann einfach die ganze Gruppe heilt, also Heilsitzungen anbietet. Ja, da kann jeder mitmachen, wer nicht möchte, kann ja natürlich rausgehen, aber ich würde es nicht raten. Weil ich bin immer dankbar, wenn ich dabei sein darf. Ja, weil ich auch es hilft immer. Ja, und last but not least, dann bin ich noch dabei, eben auf der Körperebene. Ist mir ganz wichtig, da werde ich über den Säure-Basen-Haushalt ein Referat halten. Sehr schön. Ja, sehr und schön. So ist es eine runde Sache. Also ganz herrlich. Und das wäre am 18. März 2017. Ja, genau. In Pforzheim. Genau. Richtig. In Pforzheim. Ja, ihr Lieben, ich gebe natürlich nochmal eben die Vereinsseite jetzt bekannt. Das ist rundum gesund, ein Wort, .live, live mit F wie Leben. Ja, genau. Da einfach mal drauf schauen, aber die ist natürlich auch hier eingeblendet. Und ihr könnt natürlich hier auch schauen und sie steht auch auf deiner Referentenseite, sodass man sich da auch kundig tun machen kann. Denn ich denke, da wird viel Information auch gerade zum Kongress, zu den Einzelnen, die kommen und so, natürlich auf der Vereinsseite zu finden sein. Ich finde es sehr schön. Es ist jetzt ein Tag oder zwei Tage, ich weiß es nicht. Im Moment ist es geplant als ein Tag. Wir machen das ja das erste Mal und es darf wachsen. Wir haben da Großes vor, aber man fängt ja immer mit dem ersten Schritt an. Richtig. Und deshalb ist es jetzt mal ein Tag, aber es ist auch angedacht, dass wir es nächstes Jahr noch einen zweiten Termin machen, weil es gibt wirklich viele Referenten, die uns jetzt gerade in dieser Jetztzeit wichtige Dinge zu sagen haben. Das ist, finde ich, ganz toll. Wie lange besteht der Verein? Der Verein besteht erst seit diesem Jahr. Oh, das ist jetzt ganz frisch. Neu. Das finde ich ja herrlich. Aber schon sehr aktiv. Finde ich aber sehr, sehr gut, dass ihr schon so aktiv seid und euch nach außen tragt, nach außen bringt. Und ich finde, das ist eine richtig gute, rundum gesunde Sache. Ja, genau. Ja, finde ich einfach klasse. Ja, liebe Elke, was sind eigentlich deine persönlichen Ziele? Deine Visionen? Oder was du sonst noch so vorhast, was stellst du dir vor, was du noch machen möchtest, was auf dich zukommt? Meine persönlichen Visionen sind, das Wissen in die Welt zu bringen, möglichst viele Menschen zu erreichen mit dem, was wir an Schätzen haben, ja? Möglichst vielen den Zugang zu verschaffen, dass sie alle mit in unseren Zug einsteigen können. Schön. Das geht natürlich nur, wenn man diese Arbeit macht, so wie ihr sie auch macht. Ihr seid eine wunderbare Plattform und man kann über euch die Menschen erreichen. Genau. Und die, die was zu sagen haben, denen bietet ihr die Plattform, das zu erreichen. Ja? Und wir, die Referenten oder die Heiler, je nachdem, die haben diese Vision, das nach außen zu bringen und den Menschen zu helfen, ein Stück bessere Welt zu schaffen. Genau. Also wir können die Welt natürlich nicht in dem Maß verändern, wie wir es gern hätten, aber jeder in seinem kleinen Teil kann ganz viel dazu beitragen. Und das ist meine Vision. Das ist meine Botschaft. Denke, das ist eine wunderbare Vision, liebe Elke. Du sagst... Man kann natürlich nicht die Welt retten,
Jedoch, wenn der Einzelne sagt, ich kann ja nichts tun, ich tue nichts, ändert sich ja auch nichts. Jeder an seinem Platz. Jeder an seinem Platz. Hm? Und somit bildet sich praktisch so eine Kette. Ja. Und die wird größer und größer, genau. Und größer, so als Vision. Ja. Da haben wir die Erde und dann kommt immer mehr drumherum und letztendlich retten wir die Welt. Ja. Gemeinsam. Gemeinsam. Ja, liebe Elke, ich denke, das ist genauso wie jetzt hier, wie die wunderbaren Symbole. Harmonie, Liebe, Frieden, ja, verbreiten. Ja. So ist natürlich auch, was du gerade von deiner Vision sagtest, ein jeder ist ein Glied in einer, ja, Kette und schon, ja, dürfen wir bereit sein. Ja, genau. Ich finde es einfach toll. Ja. Ja, wir bedanken uns bei dir. Es ist einfach ganz toll, dass du deine Visionen, deine Arbeit, dein Wirken, dein Werken hier uns und unseren Zuschauern, Zuhörern vorgestellt hast. Und ich finde es einfach klasse. Und ich denke, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Informationen braucht, schaut bitte mal bei Elke Böhringer vorbei. Ruft sie an oder schreibt ihr oder was weiß ich auch immer. Geht auf ihre Webseite rückenhilfe.com, Rückenhilfe mit UE geschrieben, oder besucht ihren Verein rundumgesund.live leben. Genau. Das finde ich doch herrlich. Ja. Ja, ich denke, da haben wir schon wirklich ganz viel Information darüber gegeben und Elke, deine Arbeit, muss ich echt sagen, beide Daumen hoch. Ganz toll. Es kommt ja auch eine gute Energie rüber. Ja, ich dich sehe so strahlend sitzen sehe, strahlende Augen. Das kommt einfach super gut rüber. Ja. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Noch sind die Zuschauer und Zuhörer da. Ja, meine Botschaft ist, geht einfach in euer Herz. Hört auf euer Herz und es wird euch sagen, was zu tun ist. Und nicht vergessen, den allumfassenden Satz, Vater, dein Wille geschehe. Und somit ist alles gesagt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wunderbar. Ganz herrliche Abschlussworte und glaube, das können wir alle sehr gut gebrauchen. Vater, dein Wille geschehe. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.